Apfeldoktor in Plieskastel, der Ben für euch. Guten Morgen. Wir schreiben heute Donnerstag, den 21.04. 3. 3. 21.03.2019. Der Monat ist schon wieder fast vorbei. Verrückt. Ja? Die Zeit fliegt, würde ich sagen, oder? Wahnsinn. Gerade hat das Jahr angefangen und jetzt ist das Jahr schon fast halb rum. Okay, was machen wir zusammen? Wir machen eine Datenrettung an einem iPhone 6S nach einem Wasserschaden. Das ist deine. Nach einem Wasserschaden. Wurde eingesendet zur Datenrettung, ist auch klar kommuniziert, dass es eine reine Datenrettungssache ist. Die Kundin oder der Kunde, ich habe es nicht im Kopf, weiß oder ihm ist es egal um sein Gerät. Ja, eingesendet worden, bitte Daten bereitstellen, Rest egal. So, wenn wir hingehen und schließen das Ding ans Labornetzteil an, haut es uns sofort 5 Ampere Fehlerstrom um die Ohren. Das ist wie immer ein ganz klares Indiz für was? Kleine Fragerunde natürlich, VCC Main, Hauptleitungskurzschluss. Und wir schreiten dementsprechend hier einfach einmal zur Datenrettung über. Dazu demontieren wir das Gerät, nehmen die Platine raus, machen einmal eine Sichtprüfung, schauen, ob wir eventuell irgendwo irgendwie schon irgendwas sehen. Wenn ja, lösen wir das auf die Art und wenn nicht, Wärmebild, Eisspray, wie auch immer. Eigentlich das gleiche Spielchen wie immer. Da ist auch nichts nichts Wildes bei. Da haben wir zumindest ein schnelles Video für heute. Ich habe heute Morgen eigentlich noch gedacht, ich hätte ein schönes iPhone X Video für euch. iPhone X abgegeben worden mit Fehler 4013, mache ich das Teil auf. Kunde selbst versucht, Display zu reparieren. Face ID-Kabel durchtrennt, beziehungsweise nicht nur durchtrennt, sondern auch oben unterm Earpiece hat er im Endeffekt eine Zerstörung verübt. Eine Zerstörung verübt? Eine. Ach, scheißegal. Er hat was kaputt gemacht, was nicht mehr zu kitten ist. Von daher, ich dachte schon, ah, cool, ein Board Reboot, Fehler 4013. Aber wie immer, erstmal die Komponenten ausschließen und erstmal schauen, was da sonst so passiert ist. Ja? Ja, vielleicht machen wir die Tage mal noch mal ein iPhone X zusammen. Vielleicht machen wir auch mal noch einen Swap, damit wir nicht irgendwie nur die Standardsachen machen. Aber einen Swap hatten wir auch vor kurzer Zeit. Und ich denke, wenn man zwischendrin immer das Ganze noch mal auflockert mit irgendwie was Aufwendigerem, dann passt das. Und ansonsten, Hauptsache, wir haben ein bisschen Output und ihr könnt ein bisschen was lernen und euch ein bisschen anschauen, wie wir hier arbeiten. Ja? So, wir sehen auf der Rückseite schon, dass wir hier deutliche Korrosionsrückstände haben. Wir machen jetzt einmal die Shisha-Club-Reinigung. So wird es jetzt der Shisha-Club machen und das Teil wieder einbauen. Nee, das funktioniert natürlich so nicht. Ja? Das heißt, wir entfernen hinten die Verklebung und schauen uns einmal an, unter dem Mikroskop, wo haben wir überall Korrosionsrückstände. Und dann schauen wir mal, in welche Richtung das Ganze laufen wird. Ja. So, dann lass uns einmal anschauen. Mikroskop an. David hat gestern seinen ersten Audio-IC gelötet. Hat funktioniert. Hat soweit gepasst. Und hier, ich brauche gar nicht groß suchen, da ist unsere Ursache. Ja? Ganz einfaches Ding. Ganz einfaches Ding. Wasserbeschädigung. Und dementsprechend müssen wir hier einmal ran. Kondensator raus. Mach hier oben die X-Platine.
14 Tagen haben wir wieder Board Level Repair School. Vierergruppe, diesmal in Deutsch. Wird mit Sicherheit ganz schön, oder Andi? Andi sagt, er hofft, hier unten drunter haben wir keine Korrosion. Das heißt, den können wir gerade nochmal hinsetzen. Ist wie gesagt sowieso eine reine Datenrettung. Dennoch immer einmal kontrollieren. Ja? Im besten Falle sollte unser Schluss jetzt weg sein. Eine Spitze auf Masse, die andere aufs Pad. Kurzschluss weg. Ich kontrolliere mal gerade, was für ein Kondensator das ist. Ich tippe mal auf 10 Mikrofarad 6,3 Volt oder 2,2 Mikrofarad 6,3 Volt. Irgendwas in der Kante wird das sein. Auf 15 Mikrofarad 6,3 Volt, okay. Passt. Dann etwas Flussmittel. Morgen. So, dann machen wir hier den Kondensator rein. Auch wenn es nur eine Datenrettung ist. Und man sagen könnte, egal, Schluss ist weg, ich sink das Ding und fertig. Jetzt den Kondensator hier noch mal rein. Gut, dann einmal reinigen. Damit das überall ordentlich aussieht. Und dann können wir mal schauen, ob wir das Gerät im besten Falle dann auch wieder starten können. So. Dementsprechend montieren wir das Gerät einmal. Nur gerade grob, dass keine großen Sprünge machen. Wirklich nur einmal das Gerät starten und euch zeigen, dass das dann soweit läuft. Tada, der Apfel ist da. Gerät fährt hoch. Jetzt schauen wir mal, ob es auch durchbootet. Und ob wir dementsprechend dann natürlich auch an die Daten rankommen, wovon ich doch mal schwer ausgehe. Dann hätten wir das erledigt für heute Morgen und können gleich mit den nächsten Beschädigungen hier weitermachen. Umgebungshelligkeit wird schon angepasst. Das heißt, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Dann sollten wir jetzt hier gleich in den Sperrbildschirm reinkommen. Dann soll das dementsprechend passen. Ein Momentchen noch, die 6er und die 6S, die können ein bisschen länger brauchen zum Booten, zumal dieses Gerät jetzt auch schon einige Zeit gelegen hat. Ich nicht weiß, was da für eine Softwareversion drauf ist und so weiter und so fort. Jawohl, wir sind da. Wenn ich auf Notfall drücke hier, dann kann ich sehen, das passt alles soweit, das Ding lässt sich bedienen. Dementsprechend werde ich jetzt einmal ein Backup von dem Gerät ziehen und das Backup dann dem lieben Kunden zur Verfügung stellen. Das war's auch schon. Datenrettung unter 10 Minuten. Cool, ich bin raus. Wenn ihr lernen wollt, wie das funktioniert, gerne in der Board Level Repair School Germany, an der Board Level Repair School Germany, wie auch immer.
Einbuchen könnt ihr euch online auf unserer Webseite www.der-apfeldoktor.de/Schulung. Ich danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao, euer Ben vom Apfeldoktor und Discastle. Tschüssi.